Allein deswegen haben sich diese 3000 Euro schon gelohnt, Leute. Leute, herzlich willkommen bei Pokélos, eurem Pokémon-TCG-Kanal. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne sehr viel aufmache. Ich habe es jetzt aber doch getan. Ich habe Karten gekauft. Damit ich die nicht einfach irgendwie mir anschaue, in den Bein reinhaue und weglege, will ich das zusammen mit euch aufmachen. Ich habe insgesamt 3000 Euro für eine Sammlungsauflösung ausgegeben. Das ist eine Menge Geld. Das ist eine riesen Kiste. Guckt euch das mal an. Boah, alter Falter, das ist so schwer. Ich gehe mal schon mit dem Messer rein. Ich hoffe mal, dass die Karten gut verpackt sind. Nur Backsteine drin, ja. Oha, ich sehe Toploader. Toploader habe ich eigentlich nicht bestellt. Also alles, was nicht Karten sind, sind quasi extra. Und ich, oha, was sind das? Versiegelte Ultra Pro Toploader. Noch mehr Toploader. Ton Toploader, hatte ich auch noch nie gesehen. Soll noch ETB Sleeves. Von der UPC die Sleeves. Dann haben wir, ich weiß, was ist denn das? Das sind natürlich auch Sleeves, aber wovon sind diese Sleeves? Das sind hier alles drin? Supreme Sleeves, Standard Size. Es dauert ja schon eine halbe Stunde, bis wir zu den Karten kommen. So, alle Karten, die ihr jetzt hier seht, die sind nicht Bestandteil der Sammlungsauflösung, ne? Was ist das? Welches Set? Fettes Glurak. Sieht krass aus. Wie gesagt, nicht Bestandteil von dem, glaube ich, was ich bestellt habe. Hier haben wir Kyogre Level 74. Ich habe noch ein bisschen Addons, Würfelzeug. Okay, ich habe wirklich Sleeves für alter Falter. Guck mal her. Es geht weiter. Guckt euch mal das an. Sind das gute Ultimate Guard? Ich kenne die nicht. Ah, es geht weiter. Noch mehr Sleeves. Wie viele Sleeves sind da drin? Hier mal ein Päckchen mit Luftpolsterfolie. Da ist mindestens mal ein Bein da drin. Oha. Oha, da sind zwei Beine drin. 3000 Euro. Ja, okay, jetzt habt ihr mich. 3000 Euro für Sleeves ausgegeben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Sagt mir mal, ob ihr findet für 3000 Euro die Menge an Sleeves, ob das ein guter Deal war oder nicht. Wir haben erstmal ausgepackt. Nochmal. All diese Sleeves waren on top. Ich vermute das mal, das sind irgendwie 50 Euro. Vielleicht sogar mehr. Und jetzt wird's ernst. Wir haben ja auch noch ein paar Karten gekauft, ne? Da wird's jetzt sehr spannend, Leute. Okay, wir haben Mystery Boxen. Einmal ein kleiner Binder, einmal ein größerer Binder. Wow, da kommen schon Karten mal. Wow. Also ich sag schon mal gleich, was da rausgepurzelt ist. Die sind auch eher Überraschung. Leute, wir gehen rein in den ersten Binder. Oha, ihr wisst, wer sich hier freuen wird. Guckt euch mal das an. Das ist heftig. Alles on top zum Deal. So, wir haben einmal die Flamara V-Max. Wir haben einmal das Pikachu V. Ein Bisasaur V-Max. Dunkles Felinara. Ein anderes Pikachu. Belectro aus der Belectro V-Box. Lucario Faustar aus der Lucario Box. Oh, Morpeko. Ein Hooper. Die Hooper-Box habe ich selber auch da, noch nicht geöffnet. Dann haben wir einen Axanto Faustar. Schimmelreiter Koronospa Faustar. Rappenreiter Koronospa. Da wird mein Sohn aber große Augen machen. Alola Kokowai aus der Pokémon Go Kokowai-Box. Siegfrieds Glurak, auch stark. Wayazu V-Union. Boah, Blitzer. V-Max, die Alternative. Alter, was für ein krasses Artwork. Jetzt will ich die Kleine auch haben. Oha, und die Aquana V-Max auch noch. Richtig, richtig coole XXL-Karten. Sagt mir mal, wie ihr die findet. Ich finde die super, super stark. Wir haben einmal den Binder und wir haben einmal diese drei Päckchen. So, Leute, wir gehen rein in den Binder, in den ersten großen Binder. Hier sind Karten drin. Das sind jetzt noch nicht so die krassen Karten. Wir werden jetzt nicht jede einzelne Karte aufs Detail durchgehen. Hey, Leute, hier ist der editierende Pokélos. Kleine Info, ich werde jetzt das Ganze ein bisschen schneller machen. Ich werde euch pro Seite einfach die Preise einblenden der jeweiligen Karten. Wenn eine bessere Karte dabei ist, werde ich da vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen. Ansonsten, wenn ihr den Binder in der vollen Länge sehen wollt, dann schaut euch den Livestream an. Der Link ist in der Videobeschreibung oder entsprechend, wenn ich es nicht vergesse, hier oder hier oben wird es irgendwo angezeigt. Wir machen weiter. Vergesst nicht zu liken, kommentieren und abonnieren. Viel Spaß im Video. Disclaimer, da stehen teilweise Preise drauf. Die Karten wurden einfach in den Ordner gepackt. Da waren vorher andere Karten drin teilweise oder wurde umgeordnet. Zum Beispiel die Giratina V ist natürlich nicht 60 Euro. Ich werde mal immer die Seiten einmal kurz anschauen. Wir werden mal immer so auf die schönsten 1, 2, 3 Karten eingehen und vor allem natürlich auf die Karten, die ich noch nicht habe. Ich bin ein absoluter Fan von Sandy Squirts, sehr, sehr geil. Kostet natürlich nicht 150 Euro, ne? Jetzt nicht missverstehen. Strahlendes Glurak ist schon mal sehr geil. Ein schimmerndes Carpador. Strahlende Sterne Lavados Promokarte. Celebi V. Das müsste koreanisch sein. Falls wir koreanische Karten drin haben, davon wusste ich, ne? Ist jetzt nicht, dass es, da werden keine Überraschungen kommen. Regidrago. Oha, die habe ich noch nicht. Sehr, sehr, sehr stark. Die habe ich selber nicht gezogen. Aus was weiß ich, wie vielen Displays. Dann geht eine Rainbow-Karte, eine Rainbow-Trainer-Karte. Eine UPC Faustar Glurak. Was zahlt man für sowas, wenn man sowas kaufen würde? Einmal Gyarados, Lavados,
Sehr stark. So, jetzt geht's aber weiter mit den richtigen Karten. Heatran, Rainbow, Kaimalm Rainbow, sehr, sehr geil. Ich liebe Rainbow-Karten. Sakien V Union, die X-Bar-Karte, die ist stark. Schönes Dragoan GX, einmal Pokémaniac, Pokémon-Züchterin, sind auch schick. Bisasaur und Serpifeu in GX Tag-Team-Karte. Ich habe ja an sich generell nicht viel von vor Schwert und Schild, von daher jede GX-Karte ist an sich auch cool zu haben. Gardevoir für Dinara, wir haben Lino in Rainbow. Schöne Glaceola Full Art, Starmie Full Art. Dann haben wir Nachtara und Darkrai, GX, auch sehr stark. Lieutenant Surge Raticate, die ist stark. Das ist eine alte, oder? Die sieht stark aus. Glurak Level X. Das seht ihr auch, wie noobig ich bin, was die alten Sets angeht. Natürlich habe ich die Karten schon mal irgendwo gesehen. Theoretisch wird es nicht drin sein. Da könnte jetzt eine 1000-Euro-Karte drin sein und ich würde es nicht wissen. Auch sehr cool. Manchmal generell auch sehr, sehr geil. Sianna und Deoxys GX. Oh, die ist cool. Die ist stark. Die ist sehr cool. Das ist Base-Set, richtig? Mewtwo Base-Set. Das erkenne sogar ich. Vermute jetzt mal, dass es größtenteils Base-Set-Karten sind. Fossil, möglicherweise. Die Aquana sieht sehr stark aus. Sieht so ein bisschen aus wie ein Radikal, oder? Aber muss schon sagen, das Holofoil von damals hat schon was. Sieht schon geil aus. Nach Tara und Darkrai müsste eine Promokarte sein, genau. Tornupto. Auch schön. Auch ein älteres Set. Die ist toll. Das ist ein tolles Artwork. Sehr starkes Arktis. Cool. Zumpax in Holo. Auch sehr, sehr stark. Super schöne Holo-Karte. Kabutops EX. Auch eine schöne alte Karte. Die hat ein schönes Holo-Foil. Auch außenrum am Rand. Also nur nochmal. Da ist ganz, ganz viel on top, weil ich habe offiziell 270 Karten gekauft. Ein Koro in Holo. Könnt ihr mir auch gerne mal sagen, welcher Set das ist. Hier haben wir ein Grimmsnarls in Shiny. Gyarados in Shiny. Oh, einige Shinies. Sehr, 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 sehr geil. Was ist Shiny Faust da? Hier wieder ein schönes Glurak aus der S4. Ja, bei den japanischen Sets bin ich komplett raus. Was ist S4? Ihr könnt natürlich ja auch Google aufmachen, ne? Mach ich jetzt nicht. So, hier haben wir noch. Hier haben wir nochmal schönes Glurak GX. Sieht sehr geil aus. Schöne Glurak-Karte. Wir müssen ja, also auch bei den aktuellen. Man muss ja eins sagen: alte Karten haben, geil. Aber, und da könnt ihr mich jetzt hauen für, ich bin ja nie Pokémon-Karten gesammelt. Bin da jetzt emotional irgendwie nicht geladen. Ist das nicht so, dass ich sage, oh geil, Kindheitserinnerung, die Karte, die wollte ich schon immer haben. Jetzt sehe ich die Karte, die ich selber noch nicht habe. Die ist halt aus dem aktuellen Set. Weil die sieht einfach wahnsinnig geil aus. Das sind halt meine Sets, ne? Das ist so wie Kinder, die jetzt mit Karmesin Purpur aufwachsen. Emotionen sind halt eher bei dem da, wo man halt jetzt mit dabei ist. Hier haben wir ein schönes Entei. Aus welchem Set ist das Entei? Auch sehr stark, sehr strong. Schöne, geile Holo. Hier haben wir einen Rayquaza in Amazing Rare. Einmal an Arceus, Valraiser X. Ja, es sind schon geile Karten. Auch des Stollers, komplett anderes Design. Ein Pichu, surfendes Pikachu. Sind schon stark, sind schon geile Artworks. Teilweise habe ich das Gefühl, dass sich die Künstler ein bisschen mehr Zeit genommen haben, ein bisschen mehr Ideen hatten für die Artworks, weil es sind schon teilweise sehr, sehr, sehr krass. Viermal die Rainbow-Karte. Einmal ein Impergator, gefolgt von Enter in Manaphy. Das Enter ist auch stark. Das ist vom Style her, würde ich schon fast sagen, eines der ersten Sets. Einmal ein schönes Relaxo in Rainbow. Auf Englisch ist es, glaube ich, Cargol. War eines meiner Lieblings-Pokémon. Ich habe das selber in meinem Team gehabt. Oha, da mag einer Flunkiefer. Und ihr wisst, ich mag auch Flunkiefer. Neunmal japanisches Flunkiefer Rainbow. Ey, die habe ich auch nicht. Astralglanz, Axanthor.
Das Mio V, das hat man vorhin, glaube ich, schon. Ah, Machamp in Rainbow, sehr geil. Alle auf Japanisch. Jetzt aber, das ist Basehead, richtig? Ich müsste mich wirklich mal mit dem mehr beschäftigen. Dann haben wir eine Gold Summer Center aus S1H. Das war eines der ersten Schwert- und Schildsets. Celebi V-Max. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Chernupto, Rainbow in Faustar. Strymer, Vulpix, Dialga in Rainbow. Eins, zwei, drei Stück. Dann haben wir einmal die Mary. Schöne Waifu-Karte. Zweimal. Incognito Faustar Rainbow. Fünfmal die Trainerin. Ich kenne den Namen nicht. Sind die irgendwie spezielle Energiekarten? Weiß es nicht. Boah, viele Rainbows. So viele Rainbows. So viele Rainbows. Summer Center in Gold. Viele japanische, das gefällt mir auch, weil die japanischen haben einfach, die haben einfach eine bessere Qualität. Latios. Latios EX. So, wir nähern uns dem Ende des Bandes. Nur noch drei Seiten. Chabel GX. Nie gesehen bis Pokémon. Und hier haben wir ein Glumanda. Warte mal. Was für ein Set ist denn das? Warum hat die hier so einen krassen Rand? Ich finde die cool, die Karte. Giratina Rainbow. Die nehmen wir aber mal sowas von mit. Boah, Rainbow Gyarados, wie krass sind die? Dann haben wir nochmal eine japanische Accentor. Und dann haben wir ein super schönes Glutexo aus Evolutions. Absolut geil. Letzte Seite des Binders, Leute. Ich bin gespannt, was der Binder allein bis jetzt schon wert ist. Wir hören ja auf einmal mit einem Glumanda. Nochmal ein Dialga. Gefolgt von Atmorei in Rainbow. So viele schöne Rainbows. Ich werde den Gesamtwert des Binders jetzt einblenden. Können 500 Euro sein, können 300, können 1000 sein. Hier sind 1, 2, 3, 4. Ich packe mal erstmal alle aus. Ui. Jo Leute, da ist nochmal der Pokélos aus dem Off. Wenn ihr euch denkt, was ist denn hier passiert mit dem Bart, dann schaut euch mal den Stream an, wo ich 5 Displays Paradigm Trigger aufgemacht habe. Das erklärt einiges. Ansonsten würde ich euch jetzt bitten, dass ihr ein Like da lasst, lasst einen Kommentar und ein Abo. Rein bis jetzt. Die ganze Binder-Geschichte hat mich ungefähr 10 Stunden Editierarbeit gekostet. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt super gefallen. Und jetzt wird es richtig heiß, weil jetzt gehen wir in das Top-Loader-Material. Also, viel Spaß weiter beim Video. Hui. Ich habe hier gerade mal ein bisschen vorsortiert. Hier oben haben wir die Top-Karten. Die werden wir ganz am Schluss aufmachen. Und wir haben 2 gegradete Karten. Ich wusste nicht, dass ich gegradete Karten mit dabei habe. Ich habe noch nie eine Karte graden lassen. Und wir haben hier, was haben wir denn? Ein gegradetes Raichu V. Das ist schon mal ganz schön. Mit einer 7. Hier mit 9999. Also es dürfte ein 9 sein. Und zwar, was ist es? Eine Magna-Yen, ne? Magna-Yen. Los geht's. Wir fangen an mit einem Lockmodul in Gold. Ich glaube davon, wenn ich mich nicht irre, habe ich davon ein paar mehr gekauft. Da ist nämlich noch eins. Noch eins. Da ist noch ein viertes. Hier haben wir, ich weiß nicht, wie es heißt. Eine Energiekarte. No. Das ist Scam. Einmal hat das goldene Cape. Irgendwie goldene Cape. Habe ich, glaube ich, in Englisch auch gezogen. Nochmal der fliegende goldene Teppich. Ich kann euch die japanischen Karten nicht vorlesen, ist klar, ne? Da kenne ich jetzt auch die Namen Christian jetzt nicht. Dann haben wir ein Konosma in Rainbow. Auch sehr stark. Dann haben wir ein Yveltal in Rainbow in GX. Die ist schön. Ich finde diese älteren Rainbows auch cool irgendwie. Die sehen so ein bisschen matte aus. Ein goldener Spalkia. Mir gefällt die Karte so gut. Dann haben wir einmal ein Rayquaza V-Max aus meinem Hasset aus Evolving Skies. Sehr schöne Karte. Starmie TG. Ich finde, das ist eine der schönsten Karten im Astralland-Set. Regenbogen Nachthara. Die habe ich doch tatsächlich auch selber gezogen. Umbreon V-Max in Regenbogen. Dann haben wir eine Umbreon V-Max in Rainbow. Sehr schön. Nehmen wir auch zweimal mit. Wir haben noch eine Umbreon, aber diesmal eine Celebrations Umbreon. Und ja, wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, die haben wir schon dreimal gezogen. Und das ist eine hammerstarke Karte. Ich finde die super genial. Ein goldenes Cresselia. Wunderschön. Und wir haben einmal ein Full Art Nachthara. Auch sehr geil. Celebian Venusaur. Das ist eine Promokarte. Die sieht auch stark aus. Die ist toll. Hat ein schönes Holofoil. Dann haben wir ein Palkia in Rainbow. Neben der Gold, auch das Rainbow. Arceus in
Rainbow. Super, super, super geile Karte. Rainbow Mew aus Pokémon Go. Bei dem V-Star und bei dem Rainbow war, glaube ich, das Pokémon Go-Zeichen. Irgendwie mag ich die Sets gerne, die Leute gar nicht so feiern. Astral Glanz, Pokémon Go. Dann haben wir eine Gold Zapdos. Auch sehr geile Karte. So, und die nächste Karte hier ist ein Palkia in Rainbow. In Japanisch das mal. Ich habe das Set voll. Die, die meinen Kanal verfolgen, werden jetzt wissen, was kommt. Die letzte Karte für dieses Set. Ich habe es nicht gezogen und jetzt ist sie da. Dragoran V-Star Rainbow aus Pokémon Go. Wir haben das Full Set. Ich nenne es Full Set, weil es ist ein Mix aus Japanisch und Englisch. Allein deswegen haben sich diese 3000 Euro schon gelohnt, Leute. Wir kriegen, oh, eine Hundown in Gold. Ah, die ist schön. Er ist so viele Gold- und Rainbow-Karten. Wir machen weiter mit... Oh! Hello, Baby! Japanische Glurak Faustar Rainbow. Hier haben wir die Top 5-Karte. Arceus Rainbow. Ein zweites Mal. Auch nochmal auf Japanisch. Oha! Noch eine Umbreon aus Celebration. Noch eine Nachtara. Foreign Celebration, Guinnessec V Alt-Out aus Fusion Strike. Das ist sehr geil. Kann schon mal sagen, Gengar wird heute nicht kommen. Arceus Gold V-Star. Nochmal richtig stark aus dem S9-Set. Marnie. Das ist, Marnie oder Mary. Oder beides. Marnie ist, glaube ich, Deutsch. Mary ist Englisch. Kann das sein? Das ist jetzt definitiv Koreanisch. Die liegt im Koreanisch bei über 120, 130 Euro. Koreanisch ist immer so ein Ding. Ist der Wert da oder nicht? Aber ich denke, gewisse Karten kann man schon machen. Serena aus dem aktuellen Set. Silberne Drumbinde, beziehungsweise Silver Tempest. Gold Mew aus Celebrations. Ich sage es, Celebrations ist mein Set. So eine schöne Karte. Könnte ich eine ganze Binder-Seite voll haben. Nochmal ein Gold Mew aus Celebrations. Palkia V aus deinem Rainbow. Die haben wir zweimal für Panisch, einmal in Deutsch. In der letzten Karte, bevor wir in die Top 4 gehen, einmal ein Sakian Full Art aus S1W. Nochmal ein japanisches Set. So Leute, wir sind fast fertig. Wir haben noch 4 Karten. Die werde ich euch jetzt zeigen. Bevor ich euch die zeige, würde ich mich super freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar und ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und jetzt gehen wir rein in die letzten 4 Karten. Ich bin sehr gespannt. Nochmal eine ganz kleine Korrektur. Die Top 4 und Top 5 Karte, die haben wir schon. Ja genau, die Top 4 Karte war die Mary, hier einmal. Die Top 5 Karte war die Glurak, die Karte, die ich euch jetzt zeige. Die ist auch eine sehr gute Karte und die wird mit Sicherheit im Preis steigen. 100 Pro. Das ist eine Filinara V aus Fusion Strike bzw. Drachenwandel. Eine wunderbare Old-Art, heftig nice Karte. Jetzt kommt die Top 3 Karte. Top 1 Karte eines Sets. Und es ist die Top 1 Karte eines Sets. Aus dem Set Vivid Voltage haben wir ein Pikachu. Ein Rainbow Pikachu. Richtig, richtig kranke Karte. Wo vom ersten Blick her sieht die erstmal sehr, sehr, sehr strong aus. Und ich freue mich. Die Karte ist richtig fett. Ich habe jetzt den Wert gerade gar nicht im Kopf. Wird auf jeden Fall eingeblendet. Und ich bin sehr froh, dass sie in der Sammlung ist. Die letzten 2 Karten. Es sind 2 geile Karten. Und zwar haben wir einmal die Livion, die Filinara V-Max aus Drachenwandel, beziehungsweise Englisch Evolving Skies. Eine der Top-Karten. Und die sieht einfach so hammergut aus. Die sieht so toll aus. Ist aktuell bewertet bei Kartenmarkt mit roundabout 160 Euro, 160 aufwärts. Die Karte wird mit Sicherheit nach oben gehen, so wie alle Alt-Art-Karten. Und ja, nachdem ich fand eine allein, ist irgendwie langweilig, ich habe 2 gekauft. Zweimal Livion V-Max. Livion ist mittlerweile mein Lieblings-Evolution. Die sieht so hammergeil aus. Karte, hammer, 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 hammer. Wie gesagt, die Preise, die ich im Video einblende, das sind die aktuellen Preise. Card Market, die können sich auch schon wieder geändert haben. Weil gekauft, oder den Deal haben wir gemacht vor 4 Wochen oder so. Aber die beiden Karten sind halt einfach mal übelst, übelst, übelst heftig. Ich finde die so genial. Den beiden hatte ich euch ja schon gezeigt. Das sind alle Top-Karten. Ganz viele Rainbows, ganz viele Goldkarten. Hier bei den Rainbows versteckt sich einmal die Glurak V-Star, japanische. Es versteckt sich einmal die Dragoran V-Star in Rainbow, die mich sehr freut aus dem Pokémon Go-Set. Somit haben wir das Full-Set im Pokémon Go. Das sind sehr viele Goldkarten. Gerade auch hier mit den 2 Mews. Absolut genial, auch Palkia. Wir haben die Mary, wenn auch koreanisch. Wir haben die Filinara Pikachu und dann nochmal die 2 Livions. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Deal gemacht. Kann mir gut vorstellen, dass ich die eine oder andere Karte hier graden lasse. Es ist so was anderes. Ich habe selber noch nie Karten gekauft. In der Menge sowieso nicht, aber auch vorher. Ich glaube, ich habe mal 5 Karten gekauft. Habe ich absolut nicht gefühlt. Ich fand es heute ziemlich cool, auch euch das alles so zu sagen. Kann durchaus mich mit den Karten identifizieren, auch wenn ich sie selber nicht gezogen habe. Da fehlt natürlich das Feeling, so dieses Schreien und sowas dazugehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir mal wissen, wie es euch gefallen hat in den Kommentaren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann sehr bald wieder im nächsten Video oder im nächsten Boxfight. Bye, bye.